Ich denk, wie ist der Zeit vergangen, was stellen es Krippel wieder auf. Es ist der Zeit der tausend Lichter im Arzgebirg bei uns da. Aus jedem Fenster strahlt der Licht, man sieht bald Leid und Engel stehen. Und Kinderstimme singen leise, ihr seid Gott in der Höhe. Es ist der Zeit der tausend Lichter im Arzgebirg bei uns. Der Himmel ist ein Lichterbogen, der hellsten Stern sei aufgezogen. Es ist Weihnacht im Gebirg. Glück auf, liebe Zuschauer. Gesegnete und frohe Weihnacht, das wünschen wir euch allen daheim. Ja, und in der nächsten Dreiviertelstunde, da soll es festlich und besinnlich singen und klingen aus unserem Erzgebirg, das in diesen Schienenstunden in seiner ganzen Weihnachtspracht leuchtet und strahlt. Singen, es ist Weihnachten.
auf Wort eicht ist Christkind, das ist uns geboren. Liebe Zuschauer, bei uns im Arzgebirg, da leiden jetzt überall die Weihnachtsglocken. Viele Familien sitzen an einem festlich gedeckten Tisch. Der eine, der hat vielleicht eine Zimtsche Bratwurst mit einer Linsenpfirsich. Der andere sagt sich, na, ich esse das traditionelle Neinerla. Und der dritte, der braucht halt eine Gans und ein paar grüne Glies. Vielleicht hat es einer auch verpasst, hat noch das Kaffeedippel in der Hand und ein Stück Stollen. Es ist ja egal. Ja. Hauptsache, man sitzt gemütlich zusammen mit einer Leiden, die man gerne hat. Und man bringt immer ein klein wenig die Ruhe rein. Ja, Maja, das ist wirklich so. Ja, und auch bei uns hier soll es gemütlich werden. Hier in der Bergschmied in Frohnau bei Annaberg Buchholz. Und in einer Hutzenstube, da lodert schon der Kamin. Und jetzt fehlt eigentlich bloß noch das, was so einen Hutzenabend so risch ausmacht. Ja, Hendrik, und das sei bei uns die schönen Weihnachtslieder, die erklingen sollen. Und auch der eine oder andere alte Brauch, das gehört ganz einfach bei uns dazu. Und wie heißt der im Heiligabendlied in der ersten Strophe? Heid ist der heiche Abend, ihr Matt, kommt rein, wir gießen Blei. Naja, und das wollen wir natürlich mit unseren Gästen in der weihnachtlichen Hutzenstube heute einmal ausprobieren. Doch zuvor, das soll das Heiligabendlied erklingen. Gesungen wird's von der Erzgebirgsgruppe Ehrenfriedersdorf. Liebe Zuschauer, unsere ersten Gäste hier am Schmiedefeier, das sei zwei waschechte Erzgebirger. Die Fleischer Angelique ist die gute Seele hier in der Bergschmied in Frohnau. Ja, und der Kegger Torst, der kommt aus der Zwens und er ist der Wirt in der Papiermühle. Klick auf miteinander. Klick auf, Hendrik. Klick auf. Horst, ich habe gehört, du kennst dich aus mit alten erzgebirgischen Bräuchen. Ja, es ist ja so, am Heiligabend ist ja im Erzgebirg was ganz Besonderes. Und alles, was in der Stube ist, wo sich die Familie 18 Uhr trifft, sagt man, ist geheiligt. Das ist nicht wie beim Essen so in der Tischeindeckung, sondern danach ist auch mit dem Bleigießen so eine Sache. Ach, deswegen hast du auch das Nappel da mitgebracht. Ich dachte, das ist aus dem Hosenstall. Dann mach mal, Hendrik, was heißt der Nappel? Das ist der älteste Schale vom Haus, der älteste Schlüssel vom Haus und der älteste Löffel. Den brauchen wir da dazu. Ja? Denn nur so, weil es auch am Heiligabend ist, kann man richtig erfahren, wie es nächste Jahr wird. Und zwar an den Figuren, die das Blei dann bildet. Und das wäre doch mal eine Sache, die man nur mal probieren können. Ja, und woher weißt du das alles so genau? Tja, Marianne, meine Großmutter, das war eine alte Erzgebirgin, die stammt aus Neustadl, aus dem hohen Gebirge, auf dem Brister und der alten Bergschmiede auch. Und die hat mir viel eigentlich beigebracht. Und die hat auch viel auf Tradition gehalten. Und mit jeder Generation geht eigentlich viel zu viel verloren. Und deshalb freue ich mich, dass wir heute das eigentlich schon mal Leiden zeigen. Ja. Angelique, du sitzt doch so ganz alleine. Du hast eine große Familie. Drei Kinder und einen Mann. Jawohl. Du lebst auf historischem Grund. Richtig. Die Schmied hast du alles selber aufgebaut mit deinem Mann zusammen. Wie feiert ihr Weihnachten? Heiligabend heute?
Heiligabend feiern wir bei meine Leid. Aha. Da laufen wir schimpfelt, essen mit meine Leid erst Abendbrot, ganz und grünes Lies und Rotkraut. Danach tun wir bescheren bei meine Leid. Und dann geht es nicht zur Oben, die wohnt auch mit im Haus. Und da trifft sich eigentlich auch das ganze Haus. Wie viele Leute seid ihr da? Na, so 16 Mann. Was, hast du das schon mal gemacht? Nein, das habe ich noch nie gemacht. Das was, machen noch wir, nie? Nein, das machen wir daheim nicht. Platz, aber Zeit. Ich gebe dir schon mal einen Schlüssel. Ich nehme deinen Schlüssel und was muss ich da jetzt machen? Ja, du musst in der Mitte immer den Schlüssel halten, wenn bei der Marianne. Wir müssen bloß noch ein bisschen Geduld. Aber es fängt langsam an zu laufen. Ach, also zu läuft. Ja, gut. Ich bin jetzt durch. Ja. Und der Hirsch guckt dann. Immer neugieriger, immer zuerst. Gut, das dort aber platschen. Spritzen. Oh. Ich war's mal raus, ne? Ja. Da wollen wir auch mal schauen. Ja, was geworden ist. Guck mal. Oh, guck noch mal. Oh. Das sieht doch aus. Guck noch mal, wie eine kleine Krone. Ja. Das wird ein Krönungschor 2008. Na du. Da braucht euch keine Sorge zu machen. Das ist wirklich eine Krone. Du, zieht Glück ins Haus. Ja. Wenn bei uns im Gebirg der Winter Einzug hält, wenn der Eiszapfen wachsen und andernos wird's kalt, nur steht Weihnachten vor der Tür. Du seid meine Frate mir. Und ne Weihnachtsbaum wollen wir aus dem Wald. Ecke kauft der Baum, der tanget gar so bald. Da ist ja schon übers Verfallsdatum aus. So ein Krage kommt bei uns nicht ins Haus. Und geht dann eines Tors der Schneesturm richtig los. Du meinst, mei Frate mir, was bumm ist denn der Blues? Jetzt kannst du dich endlich trauen, Entchen Weihnachtsbaum zu klauen. Und ne Weihnachtsbaum in Ulmer aus dem Wald. Ecke kauft der Baum, der tanget gar so bald. Da ist ja schon übers Verfallsdatum naus. So ein Krage kommt bei uns nicht ins Haus. Und nu zieh ich im Sturm dann mit dem Fuchsschwanz los. Ich kann mich nicht erinnern, wo steht das Bammelblus. Endlich ho ich's schnell ogesagt, plötzlich mich doch verstoffricht. Holst du's Weihnachtsbammel immer aus dem Wald? Kannst du machen, kost dich bloß ne Menge Geld. Und eins musste mir sei wirklich gelang, soll's halt dann Eier, Teier, Stockbarm. So, dann wollen wir's nochmal durchschütten. Zieh das immer weg. Machen wir. So. Hin. Und jetzt? Jawoll! Hat der Verstorn mich beim Mausengrund erwischt, sucht der Hans mir mein Frau, euch drauf, das macht gar nicht. Nächster wird wieder eins geholt, du hast heut ja mitbezahlt. Und der Weihnachtsbaum holen wir aus dem Wald, Ecke kauft, warm der tanget gar so bald. Da ist ja schon übers Verfallsdatum naus, so ein Krage kommt bei uns nicht ins Haus. Nimmst du es mal raus? Ja, wollen wir es mal rausnehmen? Ja. Batschi kalt sei, oder so ein bisschen Blei. Ja, das geht nichts. Nein, du bist doch Männer sein, bin zimperlich, die sei ich ein. So, wollen wir mal gucken, was das ist, was das geworden ist. Also, seid ihr das? Was könnte das sein? Mit der Verstacken, du. Also vor allen Dingen dieser, naja. Was denkst du? Also ich weiß auch nicht, Marianne, was denkst du? Also, wenn er mich fragt, ich würde sagen, das sieht aus wie ein Nestel wird gebaut im nächsten Jahr. Ja. Ein Nestel? Na ja, das sieht nicht? Wie Ei, sieht das nicht? Ja, wenn ein Lächeln auch drin im Mund. Ja, ja. Könnt ihr auch sagen, wenn der Nestel. Also, liebe Zuschauer, ich möchte natürlich erstmal Ihnen jetzt unseren neuen Gast hier vorstellen in der Hutzenstube. Namen wir das Schienemadel, Gödel Sandra von den Schwarzwasserbären. Klick auf. Ja, und hier der gestandene junge Herr. Meier Thilo, ein geirischer, eine echte, waschechte Sandhus, sag ich mal. Richtig, klick auf an der Stelle. Genau, und er singt bei den Bergsänger und Geier. Ihr seid in unserer Sendung gern Geherde und auch gern Gesahneleid. Apropos Herren, Gottes sei, dass ich doch nicht nach den Weihnachtsglocken vernommen habe, sondern nach den Hochzeitsglocken.
Selten, dass Eberbisgehen niedergeschaltet sei. Ja. Ja. Ebergehen hat es gehört, auf jeden Fall. Ebergehen. Noch ein paar Durchseis bis zur Tee. Noch ein paar Durchseis bis zur Tee. Ja, also an der Stelle. Aha. Liebe Grußmutter, wir haben das nicht gesagt. Siehst du jetzt im Fernsehen, in ein paar Durch ist die Sache unter Dach und Fach. So einfach kann man es machen. So kann man es machen, ne? Wie habt ihr euch kennengelernt? Auf der Bühne oder mehr hinter der Bühne? Hinter der Bühne, bei einem gemeinsamen Auftritt mit der Bikesänger. Ja, typisch Musiker. Ja. Ja, das geht nicht anders. Ja. Ja. Naja, lieber auf dem ersten Blick war es nett. Aber dann ungefähr zwei Monate später, noch ein bisschen beschnuppert haben wir uns, dann haben wir gedacht, na, den Gung, den habe ich gefressen. Und dann dachte ich, na, das ist er, den willst du nicht mehr gehen lassen. Ah. Wenn man sich zu kennenlernt, habe ich mal gehört, dass jetzt auch länger hallen. Naja. Bei euch wird es ewig hallen, das weiß ich jetzt schon. Na. Wann habt ihr gemerkt, es wird so richtig ernst, jetzt kommt der Funke, bing, jetzt müssen wir uns ja, bei mir war verheilen. Das Feuerwerk schon immer da, das kann man nicht anders so. Das musste das andere fragen, wie das der Tag geworden ist. Ja. Ist er romantisch? Oh ja. Das hat man ja beim Heiratsantrag gemacht. Oh, bitte berichte. Ja. Da hat mich, ich wusste vorher von gar nicht, da hat mich am Wochenende nach London entführt. Und ja, haben wir in ein großes Fünf-Sterne-Hotel eingecheckt. Das war eine Überraschung. Ein Arztgebäude in London. Ja. Naja. Und noch hat er mir vor der beleuchteten Tower Bridge hat er mir einen Heiratsantrag gemacht. Waren da die Schwibbungen drauf? Oder? Nein, nicht in London. Ich habe lange überlegt. Ja. Aber ja, ich habe nicht lange überlegt. Ah. Wie feiert ihr Weihnachten? Ihr seid noch nicht verheiratet? Ihr durftet eigentlich gar nicht zusammen feiern? Oder? Ja, wisst ihr, Heiligabend. Eigentlich sind wir da immer bei unseren Eltern gewesen. Der eine bei ihnen. Die andere bei anderen. Mhm. Aber diesmal machen wir, weißt du, heiraten ist nicht mehr so weit hin. Wir feiern Heiligabend zusammen. Und so sind wir am 24. zum Heiligabend bei unserer Leid, bei meiner Leid und am 1. bei der Sandra ihr. Das kann man zu kurz kommt. Und das kommt keiner zu kurz. Und wenn man dann verheiratet ist, dann ruppt man sich eh nicht mehr auseinander. Genau. Dann wird's frisch. Na. Sag das, und du wünschen mir euch natürlich viel Glück für euren großen Auftritt in der Portung. Naja, und vielleicht ist sogar das nächste Liedl so ein Ausblick in die Zukunft. Denn das Wienlied zur Weihnacht wird gesungen. Naja, aber da reden wir nächstes Jahr drüber. Ja, machen wir so. Gell? Also, noch einmal alles Gute und fröhliche Weihnachten. Danke, euch auch. Also, sei mal mutig. Ja. Los geht's. Achtung. Und.
Oh je, was hat's dir jetzt gebracht? Das ist eine... Hendrik, na guck nach einmal an, was könnte das nur sein? Ach du Herrje. Das sieht aus wie so eine Pfanne. Ja. Hä? Du hast hier... Genau. Du hast einen Pfannenstiel. Na, da war ich wohl ein bisschen viel kochen müssen. Da werden wir erstmal wahrscheinlich viel zu essen haben. Ja. Es ist auch egal, was das nun jetzt bedeutet. Ich sag's mal so, Marianne. 2007, das war ein gutes Jahr. Und 2008, das wird so genommen, wie es kommt. Genau so ist es. Hendrik, du hast recht. Erstens einmal ist heute der heiche Abend. Ein bisschen Zeit, ihm zur Ruhe zu kommen und sich zu besinnen. Na, und daran erinnert mancher Brauch bei uns im Gebirge. Genau. Und vielleicht ist Ihnen, liebe Zuschauer, auch aufgefallen, wir haben ja hier ein extra Gedeck auf dem Tisch. Ja, und das ist eine uralte erzgebirgische Sitz im Heiligabend. Es könnte ja sein, dass noch ein Gast vorbeikommt, mit dem man gar nicht gerechnet hat. Oder man denkt mit diesem Gedeck an die Leute, die leider Weihnachten nicht mehr mitfeiern können. Genau so ist es. Und Brot und Salz, das wird natürlich bei uns ins Tischtuch eingeschlagen. Und das bleibt bis morgen auf dem Tisch stehen, damit wir im nächsten Jahr von allen immer genug haben. Genau. Und Marianne, was ich immer wieder schief finde, das sei die vielen Lichter in deinem Stuhl oder in den Fensterle oder auf dem Christbaum. Die Sehnsucht der Bergleute nach deinem Dorfeslicht, die ist bis heute lebendig geblieben. Genau, du gibst mir das Stichwort. Hendrik, ich mache jetzt noch einen kleinen Spaziergang hinauf nach Anneberg. Ich möchte mir die vielen tausend Lichter überall angucken. Naja, und wir sahen uns ja eigentlich noch. Das ist so viel Schwan, nicht, dass du mich alleine lässt. Ja? Aber ich gebe dir noch ein Liedl mit auf den Bach. Ja. Denn die Steckwurzeln, die haben extra vom Firmament 3 Sterne für dich rumgegült. Ach, das ist aber schön. In sternenklarer Nacht bei Schnee und Eis brennen Wünsche von Dane, keiner weiß. Wir schicken die Wünsche zum Himmel dann auf und hoffen, der Weihnachtsstern fängt sie dort auf. 3 Sterne am Himmel zur Weihnachtszeit, 3 Sterne, die halten, 3 Wünsche bereit. Sie geben unseren träumende Hand, 3 Heilige aus dem Morgenland, 3 Sterne am Himmel zur Weihnachtszeit, 3 Sterne, die halten, 3 Wünsche bereit. Macht wunderbar. Himmel und Sterne sei ewig wunderbar. Mit Liebe im Herzen sei mir bereit. Dann blickst du zu, vertraue zur Weihnachtszeit. 3 Sterne am Himmel zur Weihnachtszeit. Drei Sterne, die halten, 3 Wünsche bereit. Sie geben unsere träumende Hand, 3 Heilige aus dem Morgenland. 3 Sterne am Himmel zur Weihnachtszeit, 3 Sterne, die halten, 3 Wünsche bereit. Liebe Zuschauer, bei uns in der Hutzenstube hat sich zum Bleigissen noch ein Gast eingefunden, über den ich mich ganz besonders freue. Klick auf, Jens Weißfluch aus Udall. Hallo, klick auf. Ich wünsche dir frohe Weihnachten. Wünsche ich dir auch. Du sitzt gut. Ja. Ich kenne dich eigentlich mehr aus der Hockstellung. Skier habe ich draußen gelassen. Ah, so. Was ist denn eigentlich aufregender, so kurz vorm Absprung von der Schanz oder hier bei uns beim Bleiurakel? Ich denke, beides ist spannend. Man weiß nie, was rauskommt. Also beim Skispringen hofft man, dass der Sprung gut geht. Und beim Bleigießen hofft man, dass das Orakel dann hinhaut. Ne? Hast du sowas schon mal gemacht? Ich habe sowas schon mal gemacht. Das ist natürlich nicht so traditionell wie hier. Das hat dann jemand anders gemacht. Heute ist Premiere. Ich mache das erste Mal das richtig selbst. Du weißt, was noch fehlt? Du sagst mir es sicherlich gleich, oder? Das ist der älteste Schlüssel des Heisels. Das ist dein Hausschlüssel? Bist du jetzt Herr des Schlüssels? Ich halte den Zertrieber und du brauchst ein bisschen Heizergissen. Gibt es eigentlich, sagen wir mal, einen Weihnachtsbrauch oder gibt es Weihnachten aus deiner Kinderzeit, an den du dich besonders gerne erinnerst?
Da gibt es Weihnachten, an das ich mich sehr gut erinnere. Da hat meine Mutter einen Weihnachtsmann spielen müssen, weil die war auch mal dran. Und ja, die Sache ging natürlich total daneben, weil meine Mutter relativ schnell aufgeflogen ist. Man hat sie an der Stimme erkannt und beziehungsweise musste sie eigentlich viel mehr lachen wie wir. Und das war einfach lustig und das bleibt natürlich Kindern im Gedächtnis. Sag mal, zu deiner sportlich aktiven Zeit, das ist, wie lange ist das her? Mittlerweile 11 Jahre. Gab es da eigentlich Platz fürs Weihnachtsfastel oder hattest du da eigentlich mal deine Gedanken bei den Vier-Schanzen-Tourneen oder beim Neujahrsspringen oder beim Training? Ja, sowohl als auch. Wir haben teilweise um Weihnachten auch herum trainiert. Ich weiß noch, ein Weihnachten habe ich im Bus verbracht auf einer Wettkampfreise Richtung St. Moritz. Da sind die Pässe zu spät gekommen, deshalb sind wir da auch spät losgekommen. Aber meistens war natürlich Weihnachten zu Hause und das konnten wir auch ganz normal feiern. Also auch nicht, wie man immer denkt, Skispringer nur Wasser und Brot, weil die dünn sein müssen, sondern ganz normal auch richtig Entenbraten, Klöße, das gehört einfach dazu. Und ich konnte ja sowieso immer essen, was ich wollte. Und ihr Bierchen gab es auch noch drauf? Das natürlich auch. Also Sportler sollen auch so leben wie Menschen. Ja. Obwohl die ja nächsten Tag damit der nüchtern Form ist. Ja? Die Spur musst du ja halten. Das auf alle Fälle. Na, guck mal, wir haben es geschafft. Ja. Jetzt, sagen, jetzt? Ich halte jetzt den Schlüssel. Du schützt jetzt dein Schicksal hier rein. Na, schauen wir mal, was rauskommt. Gezischt hat es schon mal. So, ja. Also würde ich ja fast sagen, wie ein Skispringer, der ziemlich weit gesprungen ist. Ja, aber eben halt, die Haltungsnoten waren dann zuletzt doch nicht so gut. Ja? Wie verbringst du heute Heiligabend? Ja, wenn wir in Familie feiern, dann versuchen wir natürlich auch gewisse Bräuche von Weihnachten weiterzugeben den Kindern. Das fängt damit an, dass man zum Schluss nach dem Essen die Tischdecke einwickelt, also Kerze drin und das Brot, was drin bleibt bis zum nächsten Tag. Unter Brot noch das kleine Geld drunter, damit das Geld nicht ausgeht. Also solche Bräuche versucht man einfach Kindern weiterzugeben, denn ich denke, das ist ein Brauchtum, was heutzutage ein bisschen verloren geht. Und das ist sehr wichtig, dass es Wörter gibt. Das ist richtig. Da habe ich doch Acht. Also, egal was das jetzt bedeutet, Jens, ich wünsche dir ein frohes, besinnliches Weihnachtsfastel. Das wünsche ich dir auch. Ein gesundes neues Jahr. Und ich möchte dir ganz herzlich danken für das schöne Gespräch. Danke auch. Liebe Zuschauer, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber am Weihnachtsheiligabend, da suche ich mir doch für ein paar Momente die Stille, so ganz für mich alleine. Wie zum Beispiel hier in der Bergkirche in Annaberg-Buchholz, bei den wunderbar geschnitzten Figuren der Bergmannskrippe. Da wird an das Wunder der Heiligen Nacht so richtig deutlich. Die Figuren, die sei ganz bewusst gestaltet worden. Sie kommen vom Bergwerk her oder aus dem Lamm. Da kommen auch nicht zum Beispiel die Weisen aus dem Morgenland und bringen ein Christkind die Gaben da. Nee, es sei Bergleit aus dem Annaberger, Freiberger und Schneeberger Revier. Jedes Jahr kommen neue Figuren zur Krippe dazu. Dieses Jahr war es der Bergschmied. Das heißt 20 und 32 sollen sie mal waren. Die Sehnsucht der Bergleit nach dem Licht und der feste Glaube. Weihnachten, das ist und bleibt bei uns im Gebirg etwas ganz Besonderes. O Jesulein süß, O Jesulein mild,
Liebe Zuschauer, ich habe mich mal auf den Wach gemacht nach Schönbrunn. Das ist ein ganz kleines, niedliches Dörfel in der Nähe von Wolkenstaa. Ja, und hier gibt es eine ganz niedliche Kirche. Ich war selber noch nie drin gewesen. Es wird also Zeit, es ist Heiligabend. Und zum Glück hat der Pfarrer Dietmar Soldau, klick auf, noch eine glaubige Zeit gefunden für mich. Und das am Heiligen Abend. Und er wird mir sicherlich beantworten, wie alt ist denn diese Kirche überhaupt? Unsere Schönbrunner Kirche wird bald 300 Jahre alt. Du bist im Arzt, darf ich du sagen? Na klar. Du bist im Arztgebirge. Also du bist im Arztgebirge geboren, du hast hier jahrelang gearbeitet. Heute Pfarrer im Ruhestand, Pfarrer AD. Gibt es eigentlich Weihnachtsfastel, was dir besonders noch in Erinnerung liegt? Ja, das ist fertig gegangen. Da sind meine Leute mit mir in Annaberg nauf auf den Turm von der Annenkirche gezogen. Von der St. Annenkirche in Annaberg? St. Annenkirche. Das kann ich nicht vergessen. Kurz vor Weihnachten, es dort schneien wie verwirrt, sind wir eingezogen. Und alles dann auf dem Turm. Und dann da runter gucken, auf Annaberg, die vielen schönen Lichteln und das Geleit. Du hast also sozusagen in der Dörmerstube umgewohnt. In der Dörmerstube. Die ganzen Treppen bist du dann aufgelaufen. Ne? Und die Dörmerstube, die ist halt auch noch bewohnt, oder? Die ist bewohnt und die Leute, die kennen wir auch ganz gut, die jetzt umwohnen. Ja. Dietmar, du bist bekannt für deine alljährlichen Predigten in Mundart, in erzgebirgischer Mundart. So ein Mann wie du, mit so einer Lebenserfahrung, mit so einer Menschenkenntnis, was hat er eigentlich für Gedanken am Heiligabend in diesen Stunden? Ja, weißt du, Hendrik, ich bin ja mit Leib und Seele Erzgebirger. Und für mich gehört der Herr mit Lieb und das Gottvertrauen zusammen. Und da denke ich zu Weihnachten, wir gucken uns noch mal unser Fenster an. Ganz oben, die Engel. Ich denke, was die damals zum Geburtstag von unserem Heiland gesungen haben, das gehört auch zusammen. Ehre sei Gott in der Höhe, das heißt, wir sollen unseren Herrgott hochhalten, und Frieden auf Erden. Wir sollen miteinander auskommen, du Hirte. Das Lied könnte man jeden Tag singen. Ich denke auch. Und das haben die Alten und auch die Gungen notwendig. Und darum denke ich halt zuallererst an die Leute zusammen, die umgemacht haben, wo Tränen kommen. Und möchte sagen, kommt eine Ami zur Krippe, ihr gehört Ami dazu. Wenn ich mir die Maria mit dem Jesuskindl angucke, da denke ich dann an all die Leute zusammen, die in deinem Garacht Schienester erlebt haben. Ich freue mich mit, wenn Leute zueinander kommen, wenn sie gut zueinander seien. Und ich denke, die Liebe von unserem Herrgott, die sorgt auch dafür, dass die Liebe unter uns Menschen größer wird. Ich möchte es so halten wie die Maria. Der Lukas schreibt, die Maria, dort das alles zusammen in ihrem Herzen trug und dort allweil drüber symbolieren. Was so noch macht, da feiert Weihnachten recht. Lass dich mit ihm.
Liebe Zuschauer, wieder ist ein Jahr vergangen und es hat bestimmt für alle Gutes oder auch weniger Gutes gebracht. Die Kerzen erstrahlen heute am Weihnachtsbaum. Wir stehen kurz vor der Bescherung und ich kann euch verraten, der Rupprich ist auch schon unterwegs. Und bei aller Freude über die vielen Geschenke, die es heute Abend vermutlich gibt, hoffentlich hat euer Heiligabendlicht auf dem Tisch oder am Christbammel, hoffentlich hat dieses Licht euer Herz geöffnet und zeigt euch, was wirklich wichtig ist. Vielleicht schafft es das Licht sogar, dass wir uns an Menschen erinnern, die ein Lächeln, eine Umarmung oder ein freundliches Wort total vermissen. Wo an dann und die menschliche Wärme fällt. Ihr alle liebe Leid, ihr kennt die Wärme eures Herzens. Aus dem Stiebel, Nausdrung, Heide umt. Und wär's bloß in den Nachbarstub oder ins Heisel nahm an. Dort gibt's bestimmt jemand, der überglücklich wär. Über einen kleinen Besuch, ein freundliches Gespräch oder sogar eine Einladung auf ein Glühwein. Heute am Heiligabend ist doch eigentlich Glück das Einzige, was sich verdoppelt, wenn man stahlt. Lasst uns wieder Weihnachten feiern. Dieses wunderschöne Lied von Kinder Andun, das wird Ihnen jetzt vorgetragen von der Annette Illich. Ja, und uns bleibt einfach bloß noch zu sagen, frohe Weihnachten, ein gesundes, neues, glückliches Jahr. Das wünscht Ihnen der Seibt-Hendrik aus Gelenau. Und Ihre und Eure Marianne Martin. Lasst uns wieder Weihnachten feiern, wie zu unserer Kinderzeit. Wollen wir wieder ins Krippel bauen, liegt wohl alles auf der Seite. Man ist Schaufel ist zerbrochen, man ist Hirte ist entzar. Wollen wir ne Hirten ne Arm ne schnitzen, ohne Schaufel Ohr und Bar. Man ist Schaufel ist zerbrochen, man ist Hirte ist entzar. Wollen wir ne Hirten ne Arm ne schnitzen, ohne Schaufel Ohr und Bar. Wieder eine Tannenbaume aus dem Wald in Stübel rein. Hammer an nicht viel Nase hängen, soll's aber doch ein Christbaum sein. Zünder eine Weihrauchkerze, das wieder nach Weihnachten riecht. Lass der alte treu festhalten, die uns tief in Herzen liegt. Zünder, Weihrauchkerze, das wieder nach Weihnachten riecht. Lass der alte treu uns halten, die uns tief in Herzen liegt. Uns der Herrgott wieder, da uns gut beschützt bewacht. Wollen wir wieder friedlich singen, stille Nacht, o heilige Nacht. Menschen können Frieden bringen, lasst uns Zank und Streit verkrumm. Wenn wir ordentlich Weihnachten feiern,